Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde von Gartenschlau.com. Bernd hier, und in diesem Video wollen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen mit der Vererbungslehre bei Orchideen beschäftigen. Das ist jetzt ein bisschen oberflächlich, das Video. Das mache ich jetzt anhand meiner Kungs Sherry Red, gekreuzt mit der Viola C Indigo, die jetzt momentan am Blühen ist. Hier seht ihr sie, wunderschöne Blüte, wie ich finde, und sie duftet. Und wir schauen uns das Ganze jetzt nach dem Intro an. Phalaenopsis violacea ist eine Naturform, da muss man jetzt gar nicht so nachschauen, ob es da irgendwelche direkten Kreuzungsverwandtschaften gibt. Die gibt es an und für sich nicht. Es gibt farblich unterschiedliche violacea, aber die fällt jetzt außen vor. Bei der Kungs Red Sherry schaut das ganz anders aus, denn die ist entstanden aus mehreren Züchtungsgenerationen und die schauen wir jetzt mal kurz an. Ich habe da im Internet eine Webseite recherchiert, die ist eigentlich ganz cool, so auf den ersten Blick. Und da gucken wir jetzt mal drauf. Hier auf der Webseite von Orchidea CA kann man ganz cool sehen, wie die Entstehungsgeschichte der Orchidee ist. Und zwar hier die Kungs Red Sherry ist entstanden aus der Kungs Garnet, gekreuzt mit der HSU Lichian. Und die wiederum, die HSU Lichian, ist aus George Vasquez und einer Amboinensis entstanden. Und die Kungs Garnet ist entstanden aus einer Venosa mit einer Zuma Garnet. So, jetzt sind die anderen auch wieder weiter gekreuzt worden. Und zwar machen wir das mal ganz flott. Die Zuma Garnet entstand aus einer Malibu Imp und einer George Vasquez. Und die George Vasquez wiederum, die hier auch schon mal genetisch vorgekommen ist bei der Züchtung, ist entstanden aus einer Violacea mit einer Lude Violacea. Das heißt, wir haben hier praktisch zwei Violacea Ausgangsorchideen in der George Vasquez, die wiederum hier eine Rolle spielen, nämlich ist da hier die Violacea Kreuzung nochmal eingekreuzt worden und dann noch eine Venosa zusätzlich und eine Amboinensis. Wie können wir das jetzt der nun blühenden Kreuzung feststellen, was hier wie verwandt ist, weil das ist relativ simpel und das gucken wir uns auch nochmal an. Wenn wir uns jetzt hier die Blüte der Phalaenopsis violacea ansehen, dann schauen wir uns einfach mal diesen Bereich an und die Form der Blüte. Mehr brauchen wir gar nicht anschauen und gucken uns jetzt zum Vergleich die derzeit blühende Orchidee an. Und wir stellen fest, dass schon einmal die Blütenform und genau der Bereich, den ich euch gezeigt habe, Phalaenopsis violacea typisch ist, was uns bedeutet, dass das ein sehr dominanter Teil dieser Züchtung sein muss, weil sonst wäre er nicht bei dieser Züchtung hervorgekommen. Schauen wir uns mal die anderen Verwandtschaften an, ob wir die auch entdecken, weil wir sehen ja bei der Blüte, die ist nicht unbedingt gleichmäßig ausgefärbt. Und das wiederum kommt vermutlich auf Basis dieses Leopardenmusters und dieser wachsartigen Blütenoberfläche, wie das jetzt hier bei der Phalaenopsis venosa der Fall ist, haben wir praktisch das gleiche auch bei dieser Pflanze, denn sie ist oberflächlich, wirkt sie sehr wachsartig. Und wenn man jetzt einfach mal so gegen das Licht schaut, ich hoffe, das kommt jetzt hier rüber. Ja, man sieht das ganz leicht zwar nur, aber man sieht dieses Leopardenmuster, dieses Getierte. Und jetzt muss ich die Orchidee kurz runternehmen, was man auch sieht. Man hat hier in der Mitte so einen helleren Ring und das ist auch sehr, sehr typisch bezogen auf die Venosa, weil hier diesen ganz hellen weißen Ring haben wir auch definitiv bei der Venosa. Hier sehen wir diesen ganz typischen weißen Ring, den wir bei der Venosa haben und auch dieses leichte wachsartige Tigermuster, was an und für sich schon darauf hindeutet, dass dieser Part auch dominant vererbt werden muss. Und jetzt gucken wir mal zurück. Hier ist nochmal die Venosa. Wir gucken auf die Violacea und hier eindeutig, wenn wir jetzt die Violacea aufrufen, sehen wir, die hat keinen weißen Ring. Das heißt, das ist kein dominanter Vererbungspart bei der Orchidee. Das heißt hier, der Bereich ist auf jeden Fall dominant. Und jetzt gucken wir mal, ob wir herausfinden können, ob das noch andere Merkmale gibt, weil wir haben ja auch noch eine Amboinensis. Die haben wir jetzt hier und typisch für die Amboinensis und die Venosa, die ja ziemlich nah verwandt sind, sehen wir zum einen, die hat auch diesen weißen Ring und sie hat auch dieses Leopardenmuster und ebenfalls auch diese wachsartige Struktur. Bedeutet, man könnte jetzt sagen, das, was ich vorhin bei der Venosa gesagt habe, trifft auch jetzt hier bei der Amboinensis
zu. Jetzt ist das allerdings so, dass Venosa und Amboinensis sich wirklich nur minimals unterscheiden und auch die Züchtungsformen, also wenn man die beiden miteinander kreuzt, die Primärhybriden ergeben wiederum sehr, sehr ähnliche Pflanzen, weshalb das relativ schwierig ist, diese Pflanzen weitestgehend auseinanderzuhalten. Allerdings hat Venosa in der Regel eine gleichmäßiger ausgefärbte Blüte, was den Braunanteil betrifft, und die Amboinensis ist stärker als Leopardenmuster-Orchidee unterwegs. Aber es ist schön, dass diese Pflanze, jetzt sieht man es hier nochmal, wenn sie durchscheint, genau diese Eigenschaften vererbt bekommen hat. Dann macht das nämlich diese Blüte nicht ganz so langweilig, sondern macht eben diese ganze Faszination aus. Und was eben noch so faszinierend ist, ist die Tatsache, dass sie sehr intensiv duftet. In aller Regel in den Morgenstunden, das ist mir besonders aufgefallen, wenn man jetzt gerade morgens hier im Büro arbeitet, dann vernimmt man einen sehr intensiven Duft. Ich bin jetzt nicht so der Duftexperte. Ich kann das auch gar nicht so deuten, in welche Richtung das geht. Wer die duftenden Liodoro-Orchideen kennt, der weiß ungefähr, wie der Duft einzuschätzen ist. Aber es ist eine wunderschöne Züchtung, wie ich meine. Sie hat hier noch einen zweiten Blütentrieb, bedeutet, da wird zukünftig noch mehr an Blüte kommen. Man sieht, da ist schon eine Blütenknospe eindeutig zu erkennen. Und dann wird das Dufterlebnis noch größer werden. Einen weiteren Blütentrieb kann ich leider nicht ausmachen. Aber auf jeden Fall schon mal ein cooler Anfang. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zum Thema Phalaenopsis, Phalaenopsis-Primärhybriden, Züchtungsformen, Naturformen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Daumen hoch, Kanal abonnieren und tschüss.